Halli, hallo, hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Dark Messiah, My The Magic, mit mir, eurem Laster. So, als letztes hatten wir diesen Ghoul verfolgt. Ziemlich erfolglos. Wir sind jetzt hier in so ein Lagerhaus eindringen. Aber vorher müssen wir durch so eine ekelhafte, stinkende Kanalisation. Ich weiß nicht, sind die Gegner? Aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall hinter denen geschlichen. Geh weiter, lass dich geschlossen. Ich habe den Schlüssel. Was ist den Schlüssel? Das ist aber schön, dass du mir das sagst. Den Hai, den holen wir uns jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie weit man. Okay, die Reichweite ist gut genug. Schön ist, es ist auch lautloses Tür. Hey, es ist ungefährlich. Ich glaube, auf dem Hof die Leute müsste ich eigentlich auch noch kaputt kriegen, aber lass mal langsam. Und ruhig. Du wirst dich nicht lange verstecken können. Doch. Den einen Typen müssen wir aber töten, weil der das Schlüsselchen vom Lagerhaus hat. Alles klar. Da ist der Hof. Da laufen. Bleib sofort stehen, oder es wird hässlich. Ich weiß zwar nicht, wie mich auf einmal alle sehen, aber ist ja auch egal. Ich werfe einfach die ganze Zeit mit den Dingern, ey. Nimm die Holzbox! Der braucht noch eine! Werf euch so lange mit Kisten, bis ihr tot seid! Spüre den Zorn! Zorn der Kiste! Hey, das ist besser als kämpfen! Also, ich krieg die dadurch schneller tot, meine ich. Aber an sich ist das jetzt ziemlich langweilige Art, die zu töten. Ja, nicht langweilig, aber primitive, einfache. Ja, rüber. Lord Gomer, ich zeig dir meine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ah, da kommt noch einer. Jetzt seid ihr aber auch tot. Warte mal. Fast. Bin ich hier? Kommst du zu mich? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Kommt der jetzt hoch? Verdammt. Oh, okay. Es geht. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Er sagt, dass ich mich verstecke. Sag mal, warum? Ich glaube an dich. Der ist verpackt. Soll mir auch recht sein. So. Das heißt, ich bin jetzt hier im Lagerhaus gewesen. Er macht mich kirre mit seinem Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Kiste.
Mann. Das ist so scheiße, dass man nicht sieht. Dass man nicht sieht, ja. Oh, muss ich jetzt nochmal alle mit Kisten abwerfen oder wie oder was? Ja, ach Leute, sorry. Machst du wirklich alle auf dich aufmerksam. Überlegen, hier unten sind zwei. Also hier nie irgendwie. Rühr dich nicht, komm. Ich weiß nicht, wie die mich sehen konnten. Egal. Dafür wirst du bezahlen, wenn ich dich in den Finger kriege. Wenn. Sam! Leck mich doch am Arsch, wieso? Das ist, wenn er... Ja, lass sag böse, ich weiß. Ja, das ist, wenn der Typ, den ich spiele, nicht das macht, was ich eigentlich will, dass er macht. Geh weiter, das ist geschlossen. Ich habe den Schuss. Nicht mehr lange. Ja, ich sehe gerade den Grill, habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich glaube, das Zeug da drauf kann ich essen. Komm her. Oh, ich bin so schlau. Zum Nachtisch, wenn nicht. Hey, es ist ungefährlich. Mach dir keine Sorgen. So. Ich muss leider alle Wachen ausschalten. Das ist meine Fässer da. Hey, nicht du! Dann halt auf die alte Art und Weise. Einmal. Ich hoffe, rechts nehmen wir jetzt keine. Zwei. Ja. Ich weiß nicht, warum der ist total verwackt. Okay, der kann mir aber auch nichts tun, so wie es aussieht. Zeig dich! Ja, ja. Ist er mit dem Schlüssel da? Oh, wo? Wo ist jetzt noch einer mit Pfeilen? Hau ab! Ist der mit dem Bogen? Schwert brauche ich definitiv nicht. Jetzt kommen die ganzen anderen. Das war gut. So. Wo ist der andere? Ist er durch den Boden geglitscht? Keine Ahnung, was zurzeit mit dem Spiel los ist. Ah ja, dich nehme ich nicht ernst. Hat da gerade was drauf? Keine Ahnung. So. Hier oben müssen wir dann nicht lang, sondern wir müssen dann nach draußen. Ich könnte jetzt schon gleich hier durch die Falltür, aber. Ich bin am Mann, hier müsste ich eigentlich auch noch. Wo er auch immer mit seinem scheiß Bogen angreift. Ich sehe den nicht. Kannst du auch versuchen. Ey, es ist noch zum Kotzen.
Leute, tut mir echt leid. Der eine ist verpackt, den anderen steche ich die ganze Zeit ab. Es ist gerade etwas unfeierlich. Geh weiter, und lass sie geschlossen. Draußen ist auch jemand, der den Schlüssel hat. So, da komme ich nicht an die Brüder ran, wenn ich da lang gehe. Toll, jetzt bin ich in der Wand. Ey! Das ist doch zum Mäusefisten. Ja, ich bin auch tatsächlich in der Falle, wenn ich hier so weiter bleibe. Das war gut! Und das war seltsam. Woher? Woher kommt der andere? Oh, es ist sowas von... Ich bin gefühlt jetzt 100 Minuten an derselben Stelle. Also man merkt, dass es schwer ist. Also die Leute hier, die machen wirklich extrem viel Schaden. So. Ja, ja, geh weiter und halt sie geschlossen. Du hast den Schlüssel. Der ist gleich tot. Bam! Das macht gerade noch nicht mal Spaß. Ja. Spiel, du bist etwas älter, aber stell dich jetzt nicht so scheiße an. Woher weiß der beispielsweise, dass ich hier irgendwo bin? Die Kohle verschweißen unsere Eingeweide zum Nachtisch, wenn nicht. Hey, es ist ungefährlich. Mach dir keine Sorgen. Wann auch immer du zurückkommst, ich werde auf dich warten. Er sollte da hochgehen, diese scheiß Treppe. Warum kann er nicht mal Treppen hochgehen? Verdammter Dummbeutel. Wenn da irgendwo der Bogenschütze ist, bin ich hier am Arsch. Jetzt schnell abhauen! Ist mir scheißegal, was ich da oben noch hätte holen können. Wenn du zu Tode kommst, wird dein Vater äußerst verärgert sein. Du kennst meinen Vater? Oh ja, ich habe ihn kennengelernt. Gut, da kann ich lang. Hammer. Stolperin. Stimmt, das war's ja. Du nur dahin oder? Ja. Wartet mal, ich versuche mal was. 6. Nein, nein. Nee, das muss da. Das ist für die Dingens, für die Essen. Da kommt der Stahlgarn rein, genau. Dann kommt er rüber. Das muss heftig gehustet und gepustet werden. Gucken. Jetzt ist das schon geschmolzen. Natürlich geht das im echten Leben auch alles so schnell. Der ist auf 6. Was? Die Klinge ist noch nicht heiß genug. Okay. Jetzt nochmal husten und pusten. Natürlich nehme ich die kochend heiße Klinge einfach so. Klingeform. Ja. Das Ding wieder nehmen und ich glaube hier rein. Jetzt haben wir ein Langschwert. Aber das brauchen wir nicht, weil wir unsere
welche haben. Ich versuche jetzt auch ein bisschen sneaky zu spielen, weil ihr habt ja selber gesehen, es ging schneller. Oder was sagt, es geht schneller, wenn man es dann doch so macht. Wenn man schon eine, sag ich jetzt mal, Diebesklasse spielen möchte. Ich finde die Geräusche auch cool, die es immer gibt. Aber ich muss jetzt hier besonders aufpassen. Was? Ring der Arkanenbilanz. Weil es hier Spinnen gibt. So, erhöht das maximale Mana um 10. Ja, brauche ich unbedingt. Wo ist diese Scheiß Spinne? Hast du gehört, was Bennett passiert ist? Nein, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht gesehen. Arantir hat ihn dabei erwischt, wie er Vorräte der Gula abgezweigt hat. Bennett war noch nicht. Was ist passiert? Arantir hat ihn. Sorry, wenn ich eure Unterhaltung gestört habe. Selbst diese kleinen Viecher, ne? Die greifen euch schon an. Später im Spiel kommen noch größere Spinnen. Ich bin mal hier lang gelaufen, hatte den Zauber hier nicht an. Mich gewundert, was mir die ganze Zeit Schaden macht. Nur so gehört. Da lang oder da lang? Ich glaube, es war da lang. Ja, ich weiß, ich wollte Sneaky spielen und so weiter und so fort, aber die habe ich sowieso schon. Jetzt. Rühr dich nicht, komm. Angegriffen. Ich glaube, er ist da. Sag mal, warum drehe ich mich tausendmal im Kreis? Noch kein. Ah, die Dinger habe ich gesucht. Okay, Leichnam. Du auch Leichnam. Es waren nur zwei, deswegen, also das konnte ich mir erlauben oder kann es mir erlauben. Weil hier gibt es bestimmt irgendwelche geilen Sachen. Das ist nur Holz. Kann ich dann wahrscheinlich wieder da so lang gehen, oder? Das war so ein Nebenzweig, jo, oder? Von wegen Nebenzweig. Hör auf so zu atmen. Das wollte ich. Vor dem anderen müsste ich jetzt mal wegrennen. Ja, das glaube ich dir. Ich hab ein Fass. Solange kaputt ist, das ist besser als normales. Also nicht glauben, dass ich jetzt bescheuert bin, weil ich das gesagt habe, sondern ich kann jetzt ein bisschen über den Rand hinaus gucken. Ihr habt ja selber gesehen, mit den Dingern ist etwas schlecht zielen. Hätte jetzt auch vorne hinten das Genick durchschneiden können. Mir gerade aufgefallen, aber. Das hier finde ich auch lustig. So, jetzt bist du aber tot, oder? Ich glaube, ich bin jetzt einfach nur. Komplett andersrum gegangen, wie ich eigentlich hätte gehen können. Die Schmiede wieder, da müsste das Schwert sein, genau. Da ist die Höhle, da wären die Leute gewesen. Alles klar. So, ich bin jetzt hier. Was gibt's hier? Bringende Waffen. Was ist das? Das bringt, glaube ich, was zu meiner Stärke, oder? Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Glückstreffer, doppelten Schaden, 2 Punkte. Muss ich sogar sagen, ist besser als der Ring, den ich jetzt gerade habe. So. Kettenpanzer. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen kann. Seidenschwert. Brauche ich nicht. Ein Köcher. Was ist das? Gegengift. Okay, da war mal wirklich viel drin. So, mal gucken. Den kann ich nämlich auch nicht anziehen. Zähligkeit 2. Ich brauche ich auch nicht. Mahlzeit. So, dann tue ich dich mal hier unten hin. Schade, dass das nicht oben irgendwie im Inventar dann nur bleibt. Und, naja. Den Hammer nehme ich auch erstmal einfach so mit.
weil ich kann. Hey! So, was ist das, was ich rausfinde? Kahnbilanz, genau. Das Magier rumzulaufen ist nach einer gewissen Zeit einfach OP, weil. Also, ich bin da gewesen, hab Feuer als meinen Angriff genommen. Da gibt sowas, das nennt sich, glaube ich, Inferno oder so. Da bist du wie ein Flammenwerfer. Das ist dann wirklich äußerst leicht zu spielen. Also, ihr ruppt da wirklich eigentlich alles weg. Oh, das sind Deutsche. Giftdeutsche, was? Ey, komm. Verpiss dich, Junge. Nee. Chris? Gift-Chris. Jawoll. Verstohlenheit 3. Na, das haben wir bald. Schöne Handschrift, was? Geheimnis für mich behalten, was? Lernen wir in einer Höhle. Wenn ihr Belohnung mitbringen bekommt, macht euch Sorgen, bla 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 bla. Ihr habt's gelesen, ich hab's überflogen. So. Dann ist alles soweit gut. So, ich muss glaube ich weiter. Warte, von hier bin ich gekommen. Hier geht's gerade aus. Und dann. Hier? Aber hier war ich gerade. Das heißt hier oben lang. Da war ich noch nicht. Das ist die. Von da bin ich dann gekommen. Lassak ist gerade etwas verwirrt. Da nicht, da nicht. Da lang. Da war doch irgendwo so ein Zettel an so einem Balken von hier. Ich laufe gerade total falsch. Nee, da hinten. Das meinte ich. Hier geht's glaube ich weiter. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Dark Messiah Mighty Magic. Bis dahin, ciao, euer Lassak.